Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Selten treffen vergangene und neue Zeiten so unmittelbar aufeinander wie in Berlin. Und selten sieht man dies so eindrucksvoll wie aus der S-Bahn der Metropole. Man guckt sich alte Fotos an und sagt, ach ja, dieser Bahnhof, der sah vor 80 Jahren schon genauso aus. Das ist eine Sache, die haben Baumeister von vor vielen Jahrzehnten schon klug gebaut und hingesetzt. Und es hält immer noch. Und dass es auch teilweise Dinge sind, die ganz einfach eine beständige Schönheit haben. Berlin, Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und schon immer ein infrastrukturelles Mammutprojekt. Bereits ab 1877 verband ein geschlossener Bahnring um die Stadt herum die wichtigsten Fernbahnhöfe Berlins miteinander. 1882 folgte die erste Verbindung quer durch den Stadtkern und schließlich war es nur eine Frage der Zeit, dass eine Nord-Süd-Verbindung folgte. Aus Platzgründen wurde diese als Tunnel ausgeführt und 1936, kurz vor den Olympischen Spielen in Berlin, als Teilstrecke eröffnet. Journalist und Buchautor Manuel Jakob hat ein Faible für Berlins Stadtschnellbahnwege. Seit vielen Jahren schreibt er über historische Zusammenhänge rund um die Entwicklung des hiesigen Schienennahverkehrs. Auch über die älteste S-Bahn-Verbindung nach Berlin-Zehlendorf. Interessant war, dass in den Jahren so ab 1880, 1890 der Verkehr dann raschen Aufschwung nahm. Die Strecke war inzwischen zweigleisig. Zehlendorf war auch schon ein bedeutender Vorort, Großraum Berlin. Hier wohnten eher die begüterten Leute, von denen viele einen Arbeitsplatz in Berlin hatten. Das waren dann Direktoren, eben auch Bankangestellte. Und diese hatten sowohl den Einfluss als auch die finanziellen Möglichkeiten, den Ausbau des Nahverkehrs voranzutreiben. So fuhren schon bald die ersten wirklichen Stadtschnellbahnen, auch Bankierszüge genannt, ohne Zwischenhalt von Zehlendorf, zum damaligen Potsdamer Bahnhof in die Innenstadt. Mit dem Voranschreiten der Industrialisierung des beginnenden 20. Jahrhunderts setzte auch die S-Bahn ab 1929 auf Elektrizität. Das Problem der Umrüstung war mehrdeutig oder mehrfach. Die Eisenbahnlobby, die Eisenbahnindustrie wollte natürlich ihre Dampfloks weiter fahren und bauen. Und die Kohleindustrie wollte die Kohle weiterverkaufen. Und die Reichsbahn scheute auch die immensen Investitionskosten, um einen ja schon damals sehr leistungsfähigen Verkehr allenfalls billiger und ein bisschen schneller zu machen. Trotz allem, die strombetriebene Stadtschnellbahn setzt sich durch. Der Bahnhof Janowitzbrücke wird 1927 sogar abgerissen und anschließend mit Elektrifizierung neu aufgebaut. Was Anfang des 20. Jahrhunderts als technische Innovation galt, findet sich heute in Erkner wieder, einer Kleinstadt, wenige S-Bahn-Minuten von Berlin entfernt. Auf einem Teil des Werkstattgeländes der S-Bahn Berlin kümmert sich der Verein Historische S-Bahn e.V. um diese in die Jahre gekommenen Fahrzeuge. Im Moment sind nur gelegentliche Fahrproben möglich.
Einige Zulassungen für das Berliner Gleisnetz stehen noch aus. In Erkner sammeln die ehrenamtlichen Mitglieder alles rund um die Technikgeschichte der Berliner S-Bahn. Scheinbar rostiges Alteisen gehört zum historischen Museumsinventar und dient als wichtiges Ersatzteillager. Ein großes Glück für den Verein, er darf die Werkhallen mitbenutzen, um die eindrucksvolle historische Fahrzeugtechnik sicher unterzubringen. Also wenn der Triebfahrzeugführer hier vorne den Knopf loslässt, muss der Fahrmotorenstrom unterbrochen werden. Und dann wird das, was die vier Fahrmotoren von der Stromschiene genommen haben, auf einen Schlag ausgeschaltet. Und das wird in diesem Kamin mit dem Lichtbogen abgefeuert praktisch. Eine Technik, die nur bei historischen S-Bahnen derart eindrucksvoll zu präsentieren ist. Doch gerade das ist es, was ganze Schulklassen und Gruppen hierher führt und den Verein antreibt. Das Flair der S-Bahn-Anfangsjahre für kommende Generationen nachempfindbar und funktionsfähig zu erhalten, wie bei diesem mühevoll aufgearbeiteten Stadtbahnwagen von 1928. Um die wertvolle alte Bahnsubstanz zu erhalten, wird auf neueste Technik zurückgegriffen. Computer helfen dabei, die kaum mehr aufzutreibenden Ersatzteile auf den Zehntelmillimeter genau anzupassen und instand zu halten. Denn letztlich müssen auch alle historischen Fahrzeuge eine harte Sicherheitsprüfung bestehen. Und beim Beschaffen des nötigen Kleingeldes sind ausgefallene Ideen gefragt. Denn die Kosten sind immens. Für alle Kupplungen an diesen vier Fahrzeugen, die wir jetzt zunächst wieder in Betrieb bringen wollen, haben wir also 40.000 Euro veranschlagen müssen. Und mehr als die Hälfte davon hat beispielsweise ein Filmdreh eingebracht, den Steven Spielberg und Tom Hanks 2014 hier in Erkner realisiert haben. Und aus so einen Projekten und vergleichbaren Projekten haben wir eben auch eine ganze Menge Geld in den Verein für dieses Thema einspielen können. Nach über 80 Jahren Berliner S-Bahn-Geschichte hat das alte Eisen aus Erkner somit auch noch seinen großen Auftritt in Hollywood erlebt. Seit wenigen Jahren ist es nun sicher, die S-Bahn-Hauptwerkstatt in Schöneweide im Südosten Berlins bleibt im Geschäft. In den 1990er Jahren drohte dem Betrieb das Wirtschaftliche aus. Nach harten Kämpfen jedoch entschieden sich Politik und die Deutsche Bahn AG als Betreiber der S-Bahn Berlin, das Traditionswerk zu erhalten. Denn Berlin ohne eine bewährte und funktionierende Instandhaltungsmöglichkeit für die gelb-roten Fahrzeuge erwies sich schnell als unmöglich. Seither sind die Auftragsbücher gut gefüllt. Die Zukunft scheint vorerst gesichert. Seit die ersten elektrischen Stadtbahnzüge Ende der 1920er Jahre in Betrieb gingen, sorgte das damalige Reichsbahn-Ausbesserungswerk Berlin-Schöneweide für deren Wartung. Das moderne Verkehrsmittel S-Bahn setzte neue Maßstäbe. Und die Mitarbeiterzahl stieg parallel zur Elektrifizierung des Netzes und zum Verkehrsanstieg schnell an. Während der Teilung Berlins gehörte die Werkstatt zur DDR-Reichsbahn und war zudem für Straßenbahnen, U-Bahnen und sogar die eine oder andere Schmalspurbahn verantwortlich. Damals wie heute sind die Mitarbeiter der S-Bahn-Hauptwerkstatt ausgesuchte Experten ihres Faches. In einem schweren Werk wie hier in Schöneweide ist die Spezialisierung sehr stark auf die einzelnen Komponenten natürlich dann abgehoben. Und man erlernt den einen oder anderen Beruf, also Mechaniker, Schlosser sagte man früher und Elektriker oder eben auch Elektroniker. Und spezialisiert sich dann hier im Werk selber und spezialisiert sich dann hier auf die eine oder andere Komponente und ist dann wirklich in dem führend in dem Feld.
Das ist dann auch eine Besonderheit, weil diese einzelnen Spezifikationen hier im Werk, die kann man auch nicht einfach am Markt irgendwo einkaufen, sondern die muss man auch hier im Werk ausbilden. Weil das Wissen ist hier nur hier vorhanden, das gibt es nirgendwo anders. Und das ist auch unser Pfund, dass wir davon leben können, um letztendlich dann die S-Bahn am Laufen zu halten. Für die Mitarbeiter ein beruhigender Fakt. Denn ihr Erfahrungsschatz wird auch bei den für 2021 angekündigten neuen Berliner S-Bahn-Zügen benötigt werden. In der Industriegeschichte war die Standortnähe zur blühenden Metropole Berlin ein wirtschaftliches Erfolgsrezept. Auch der Siemens-Konzern baute ab 1927 eine eigene Siemens-Bahn. Viele Jahrzehnte bot die firmeneigene Strecke einen schnellen Arbeitsweg für die vielen tausend Mitarbeiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Gleise zudem für den Transport von Reparationsgütern an die Sowjetunion sowie den zivilen Berliner Güterverkehr genutzt. Heute spielt die 4 Kilometer lange Anlage keine Rolle mehr und wird von der Deutschen Bahn AG nur notdürftig gesichert. Ja, das ist eine Folge der Motorisierung. Sie können über das weit ausgebaute Straßennetz mit LKWs zu beliebigen Zeiten, in beliebiger Taktfolge, in beliebigen Größen fahren, wogegen Sie bei der Eisenbahn immer irgendeinen Fahrplan brauchen. Sie müssen einen Waggon anmelden, Sie müssen eine Fahrplantrasse haben, Sie müssen den Waggon entladen, der muss wieder zurückgeführt werden. Und das hat sich im Laufe der Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg radikal verändert. Genau diese historischen Zusammenhänge sind es, die Manuel Jakob nicht loslassen. Und so bewahrt der Berliner bis heute alles, was die Erfolgsentwicklung des Nahverkehrs belegt. Einige der wertvollen Stücke stammen noch aus der Sammlung seines Vaters, der mit ihm die ersten S-Bahn-Ausflüge unternahm. Für den Mit-60er sind die antiquarischen Prospekte, seltenen Fahrpläne und historischen Fahrkarten daher Familien- und Stadtgeschichte zugleich. Das ist eine S-Bahn-Fahrkarte, die ist ca. 120 Jahre alt, von 1898, eine Teilstrecke auf der Stadtbahn von Friedrichstraße bis nach Charlottenburg. Immerhin musste man damals für eine solche Monatskarte 3 Mark bezahlen, 3 Goldmark. Ich kann es nicht umrechnen, aber man hat vermutlich damals einen Stundenlohn von 30, 40 Pfennig verdient. Insofern kann man sich dann ausdenken, wie teuer Eisenbahnfahren und S-Bahnfahren damals war. Eine Fahrkarte kann sich heute so gut wie jeder leisten. Die schnelle Verbindung quer durch die Hauptstadt ist für die meisten eine Selbstverständlichkeit. Der tägliche Blick aus dem Bahnfenster wohl nicht spektakulär genug. Die digitale Welt lenkt ab von Stress und Alltagsgrau. Doch nimmt man sich die Zeit und lässt sich auf das ein, was sich den Blick bietet? So schaut man nicht nur auf Hinterhöfe und Häuserfassaden, sondern auch auf die Geschichte einer Stadt und die Seele ihrer Einwohner. Das Herz des modernen Berlin, der Alexanderplatz. Mehr als 360.000 Menschen täglich konsumieren hier im schnelllebigen Rhythmus der Großstadt Sehenswürdigkeiten, neue Begegnungen und das Lebensgefühl von Überfluss und Freiheit. Nur die wenigsten von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass der Platz nach dem russischen Zar Alexander I. benannt wurde. Und noch weniger wissen, dass der Bahnhof Alexanderplatz seit 1882 einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Berlins ist. Seit rund 90 Jahren gehört die auffällige gelb-rote Farbgebung der S-Bahn zum Bild der Innenstadt. Ich finde auch sehr angenehm, dass sich letzten Endes die S-Bahn GmbH durchringen konnte, die Züge in der alten Farbgebung zu lackieren, was sicherlich eine gestalterische Herausforderung ist, weil es kein Farbkonzept der Moderne ist, sondern ein klassisches Farbkonzept. Aber es zeigt eben, dass es ein Verkehrsmittel ist, was eine lange Tradition hat, was auch aus sich heraus leben kann und seine eigene Bedeutung hat und keine Bedeutung aufgesetzt kriegen muss. So gehören die S-Bahn-Züge schon fast zum historischen Erbe der Stadt, wie die eindrucksvolle Bahnhofsarchitektur.
Scheinbar symbiotisch gewachsen, fügt sich die moderne Bahninfrastruktur nahtlos in die lange Reihe historischer Sehenswürdigkeiten ein. Doch der Kampf auf den Straßen geht weiter. Das bequeme Auto ist noch immer auf dem Vormarsch. Radfahrer und Fußgänger müssen in Berlin starke Nerven haben. Zudem wächst die Großstadt weiter. Haus um Haus, Straße um Straße. Für die S-Bahn hieß dies schon in den 1930er Jahren, Platz ist nur noch im Untergrund. 1934 begann der Bau einer Nord-Süd-Verbindung mitten durch den Stadtkern. Ein Tunnel, hier rot eingezeichnet, war die einzige Lösung. Doch warum wurde dann nicht gleich eine U-Bahn umgesetzt? Die Eisenbahn wollte eine Verbindung ihrer Strecken von Nord nach Süd. Eine U-Bahn wäre ja ein anderes Verkehrssystem gewesen. Und so wie ja heute auch verschiedene Verkehrsunternehmen Mitbewerber im Verkehrsmarkt sind, gab es diese Konkurrenzsituation vor dem Krieg auch. Seither fährt die Berliner S-Bahn teilweise im Untergrund. Die Berliner U-Bahn übrigens benutzt dagegen auch oberirdische Hochbahngleise. Im Zweiten Weltkrieg erhofften sich viele Berliner Schutz in den unterirdischen Bahnverbindungen. Doch am 2. Mai 1945 zerstörte eine gewaltige Detonation einen der Tunnel in der Mitte Berlins. Die Wassermassen des Landwehrkanals ergossen sich schließlich durch die Decke und überfluteten Mensch und Maschine. 100 Todesopfer waren zu beklagen. Der Wiederaufbau der S-Bahn-Strecken in den Nachkriegsmonaten und Jahren hatte für Berlin trotz der Aufteilung in verschiedene Besatzungssektoren oberste Priorität. Unabdingbar war der schnelle Transportweg quer durch die Stadt. Doch der aufkeimende Kalte Krieg Ende der 1940er Jahre und seine geopolitischen Folgen sollten in den 1950er Jahren erneut alles ändern. Ab dem 13. August 1961 wird eine Mauer die Stadt für die nächsten 28 Jahre trennen. Die Betonwand und der sogenannte Todesstreifen durchschnitten auch die Bahnverbindungen zwischen Ost- und West-Berlin. Bahnhöfe wurden stillgelegt, Gleisanlagen gesperrt, sowie Grenzübergänge und grenznahe Bahnstrecken, die man nicht schließen konnte, mit aller Schärfe bewacht. Auch die nun geteilte Berliner S-Bahn musste sich der neuen Situation beugen. Für Bahnreisende in das jeweils andere Berlin spielte der Bahnhof Friedrichstraße eine Hauptrolle. Manuel Jakob, aufgewachsen im Westberliner Bezirk Tiergarten, verbindet mit diesem Bahnhof viele Kindheitserinnerungen und ein etwas mulmiges Gefühl. Denn in den 1950er Jahren, noch lange vor dem Mauerbau, überwachten bereits DDR-Grenzposten an zahlreichen Kommandopunkten das Bahnhofsgeschehen in Friedrichstraße rund um die Uhr. Grund war eine Ausreisewelle aus dem Gebiet der DDR, denn eine Fahrkarte in die erhoffte Westberliner Freiheit kostete nur wenige Pfennige. Das erleichterte aber dann der Staatsmacht die Trennung am 13. August, indem dann nämlich nachts die Strecken ganz einfach gekappt wurden und dann alle Züge, die Richtung Ostberlin gingen, dort halt endeten. Und die Westberliner Züge endeten hier. Und dann später in den 60er Jahren wurde hier zwischen noch eine Trennwand aufgebaut, sodass man die Züge dann zwar bis zum Mauerfall immer hören konnte, aber nicht mehr sehen konnte. Bis 1989 blieb der Bahnhof Friedrichstraße ein politisches Nadelöhr zwischen Ost- und West-Berlin. Und hier im Bahngelände liegt auch die Ursache, weshalb die DDR die Bezeichnung Reichsbahn letztlich behielt.
Es gab also Planungen für Staatsbahn der DDR. Es ist, glaube ich, sogar ein Logo auch mal entworfen worden. Aber die durchgehende Befürchtung war, dass mit dem Fallen des Namens Reichsbahn die ganzen Betriebsrechte hier im Berliner Raum gefallen werden und vor allen Dingen eben Richtung West-Berlin. Außerdem darf man nicht vergessen, die östliche Seite hatte mit der Reichsbahn immer einen Fuß in der Tür nach West-Berlin. Eine Tür, die auch bei konspirativen Absichten unersetzlich war. Wie viele Spione aus Ost und West hier die Staatsgrenzen überquerten, wird wohl niemals genau geklärt. Für West-Berlin spielte die S-Bahn, besonders wegen des Einflusses der DDR, eine unrühmliche Rolle. Und es kam zum S-Bahn-Boykott. Hieß ja immer, wer mit der S-Bahn fährt, finanziert Ulbricht den Stacheldraht. Dieter Müller, damals DDR-Eisenbahner mit Sonderdienstausweis, war befugt, mit seiner S-Bahn zwischen der Hauptstadt der DDR und West-Berlin zu pendeln. Für ihn selbst war es einfach nur Arbeitsalltag. Ja, und im Lehrter Stadtbahnhof gab es für die West-Berliner Kollegen, Triebfahrzeugführer, einen Aufenthaltsraum auf dem Westende. Und wir Ost-Berliner hatten einen Aufenthaltsraum auf dem Ostende. Aber wurde wenig genutzt. Wir trafen uns alle bei der Aufsicht zum Kaffee trinken. Und da war immer voll. Eine der wichtigsten Erinnerungen des Berliner Rentners ist die Nacht des Mauerfalls 1989. Mit seinem Zug war Dieter Müller in jener Nacht zum 9. November im Bahnhof Friedrichstraße unterwegs und hat ein Stück Weltgeschichte hautnah miterlebt. Ich sagte, was da los ist? Die Grenzer sitzen auf ihren Wachtürmen drauf und trinken Sekt und unten laufen die Leute alle durch. Und dann wurde der Bahnsteig voll. Denn tausende DDR-Bürger feiern den Mauerfall mit einem Ausflug in den nahen Westen und nutzen dafür die S-Bahn. Ich kam dann nach Friedrichstraße mit meinem Zug an. Bahnsteig schwarz, von vorne bis hinten. Ja, ich bin ja nicht auf dem Bahnsteig mehr nach vorne gekommen. Bin also im Gleisbett auf der anderen Seite nach vorne zu meinem Zug gelaufen und wollte rein, da war ja alles voll. Sag ich, naja, wo wollt ihr denn alle hin? Na, im Westen. Sagt er, dann müsst ihr mir mal Platz machen, sonst rollt hier nichts mehr. Ach, alle zur Seite, und dann haben sie mir Sekt angeboten und so. Sag ich, nee, sag ich, dann schaffe ich nur noch zwei Züge, dann ist Feierabend hier. Das erste Mal seit 20 Jahren sitzt der Rentner wieder einmal auf dem Bock. Ah, 20 Jahre hier alt. Nach der Wende war Dieter Müller einer der wenigen Bahnfahrer, die sich auf ost- und westdeutschen Gleisen auskannten und somit eine gefragte Arbeitskraft im wiedervereinigten Berlin. Gruppenruf der Leitstelle Plus an alle S-Bahn-Züge auf der Stadtbahn. Aufgrund eines liegengebliebenen Zuges im Bereich des Bahnhofs Alexanderplatz kommt es auf den Linien der Stadtbahn zurzeit zu Zugausfällen und Verspätungen. Befehl. Theoretisches und praktisches Wissen ist auch für die neue Generation der S-Bahn-Fahrer unabdingbar. Trainiert wird dies in einem Simulator auf neuestem technischem Stand. Mehrere Millionen kostete das tonnenschwere S-Bahn-Cockpit. Doch die Sicherheit der Fahrgäste hat oberste Priorität und Übung macht bekanntlich den Meister. Und so fahren jeden Tag simulierte Bahnen durch eine Berliner S-Bahn-Welt 2.0. Dem Fahrer wird dabei stets über die Schulter geschaut. Denn Unfälle können auch hier Folgen haben, nämlich Nachsitzen und Prüfungswiederholung. Und die Prüfer lassen sich so manch knifflige Situation einfallen. Die Möglichkeit besteht hier am Simulator, sämtliche Szenarien, die im Betrieb als Unregelmäßigkeit, Störung oder Abweichung auftreten können, einzuspielen, zu trainieren, zu wiederholen, gegebenenfalls in der Mitschau sich nachträglich nochmal anzugucken, auszuwerten. Da haben wir hier am Simulator das komplette Spektrum der Trainingsmöglichkeiten, die man für einen Lokführer heutzutage anbieten. Befehl. Und auch für Nostalgiker hat der Simulator etwas zu bieten. Denn im digitalen Berlin ist der Lehrter Stadtbahnhof noch existent. Das damals 120 Jahre alte Original musste 2002 dem neuen Berliner Hauptbahnhof weichen.
Hier werden die Situationen an bestimmten Stellen wieder dargestellt, wie sie früher waren, weil sie für uns in der Ausbildung nur aus betrieblichen Aspekten wichtig sind. Und ein Bahnhof in der Größe, im Aussehen ist für uns nicht relevant, sondern nur in den betrieblichen Szenarien, die dort trainiert werden können. Und da bietet für uns der Lehrter Stadtbahnhof, so wie er damals gewesen ist, noch besondere Möglichkeiten, die wir sonst nicht hätten. Vom alten Lehrter Stadtbahnhof ist heute nichts mehr zu sehen. Dafür begrüßt der derzeit größte und modernste Kreuzungsbahnhof in Europa, der Berliner Hauptbahnhof, seine Gäste als würdiges Tor zur Stadt. Doch ein Hauptbahnhof muss heute einiges mehr bieten als An- und Abfahrtsgleise. So sind mit dem gläsernen Gebäudekomplex auch 15.000 Quadratmeter Einkaufspassagen und 44.000 Quadratmeter Bürofläche entstanden. Das architektonische Vorzeigeobjekt, direkt am Berliner Regierungssitz, ist ein gutes Beispiel dafür, welch enormer Bauboom die Hauptstadt nach der deutschen Wiedervereinigung ergriff. Das führte dann auch zu ganz massiven Baumaßnahmen im S-Bahn-Bereich. Es wurden Ende der 1990er bis ins Jahr nach dem Jahr 2000 hinein 500 Viertelzüge, das sind 1000 Waggons, S-Bahnwagen neu beschafft. Der alte Fuhrpark der 20er bis 40er Jahre wurde bis 2003 ausgetauscht. Und insofern stellt sich die S-Bahn heute als modernes, leistungsfähiges Großstadtverkehrsmittel dar. Doch gebaut wird in Berlin immer. Eines der größten Projekte der Zeit ist der S- und Regionalbahnhof Berlin-Ostkreuz. Er wurde 1872 unter dem Namen Bahnhof Stralau-Rummelsburg mit der Ringbahn in Betrieb genommen, gehört im Ursprung somit zu den ältesten Bahnhöfen der Stadt. Und es ist nicht der erste Umbau, den der Bahnhof miterlebt. Die derzeitigen Baumaßnahmen versuchen, das historische Erbe mit den modernen Anforderungen zu vereinen. Eine logistische Herausforderung bei einem solch neuralgischen S-Bahn-Punkt. Hier war es wirklich, wie es immer heißt, Bauen unter dem rollenden Rad angesagt. Das heißt, hier müsste 50 Mal der Verkehr umorganisiert werden, die Verkehrsströme, um sich immer Baufreiheit zu schaffen, Stück für Stück. Das ist eine technische Herausforderung, gerade in der Signal- und Sicherungstechnik, weil man für jeden dieser Bauzustände in dieser Sicherungstechnik eben auch das entsprechend einrichten muss. Und natürlich auch logistisch eine Herausforderung, immer da ranzukommen zwischen den dichten S-Bahn-Takt, wo man gerade bauen wollte. Ein Netzwerk aus Bürgerinitiativen überwacht den Umbau des Geländes. Neben Barrierefreiheit und dem Lärmschutz für Anwohner war eine Auflage für die Architekten, vieles vom Ambiente des über 140 Jahre alten Bahnhofs zu erhalten. Die moderne Bahnlogistik, verbunden mit der Erinnerung an die Eisenbahnvergangenheit des Ostkreuzes, lassen sich der Bund und die Deutsche Bahn AG rund 450 Millionen Euro kosten. Das ist eine Riesensumme, die hier an dieser Stelle eingesetzt worden ist, die sich aber, wie man seit einigen Jahren hier sehen kann, auch tatsächlich bezahlt macht, in mehr Komfort, in mehr Verknüpfung zwischen S-Bahn und Regionalverkehr. Und am Ende wird hier auch die Straßenbahn am Ostkreuz sein, sodass dann hier Bus, Straßenbahn, S-Bahn und Regionalverkehr hier miteinander verknüpft sind. So bringt die Zukunft das, was auch die Erbauer der Stadtbahn Ende des 19. Jahrhunderts im Sinn hatten: einen schnellen Nahverkehr, der die Fernbahnverbindungen so miteinander verknüpft, dass die Stadt Berlin zukunftsträchtig, als Wohnort attraktiv und für Besucher erinnerungsreich bleibt. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin.